Zurück bei Dark Souls und bei mir und das Ganze auf der Switch. So, wir haben diese ganzen Räder ja letztes Mal abgenietet. Jetzt fehlt uns natürlich noch dieser blöde Typ da oben. Längs habe ich gesehen, es geht auch hier irgendwie längs. Ich weiß jetzt nicht, ob der hinterher gerannt kommt dann, aber ich glaube nicht. Gehen wir doch erstmal in diese Richtung. Schauen, was es hier so gibt. Wo kommt man denn da hin zu dem? Da oben runterfallen lassen? Wahrscheinlich. Glaube ich nicht runter. Gut, gehen wir erstmal in diese Richtung. Guck mal, wo wir da hinkommen. Ist ja auch was ganz Neues für uns. Noch mehr Räder angerollt gleich. Wäre auf jeden Fall. Hier so eine Nebelwand. Trauen wir uns da durchzugehen? Wir trauen uns mal. Okay, es scheint ja eine Bossgegend zu sein, wenn man durch eine Nebelwand kommt. Okay, da kann man nur runterfallen. Auch wieder zurückgehen. Nein, Schisser, muss ich ja zugeben. Nein, also wir müssen da runter und wir müssen dort wohl auch kämpfen. Was werden wir denn tun? Nicht ins Wasser. In der Seite noch legen. Hey. Oh. Keine Ahnung, was da jetzt passiert. Okay, da steht da jemand, der wahrscheinlich mit Skeletten arbeitet. Schön ist er nicht. Oh, hat Maro drei Köpfe. Verdammt, kann ich das trinken? Hier, wer ist der Echte? Ja. Da! Oh, okay. War jetzt nicht wirklich. Darf ich das überhaupt noch sagen? War nicht wirklich schwer. Nicht, dass ich damit einen Sturm auslöse. Kunst des Entfachens, Menschlichkeit und Heimkehrknochen bekommen. Durch die Kunst des Entfachens. Okay. Gut. Der war jetzt wirklich nicht schwer. Haben wir vielleicht auch Glück gehabt, dass wir immer den richtigen getroffen haben? Ich weiß es nicht. Ist hier noch irgendwas? Nee, aber irgendwie müssen wir hier rauskommen. Hier gar keine Leiter oder so. Ah, hier. Nee. Aufklettern. Ach, da ist die Leiter. Ich dachte, das wäre eine Mauer, die ich umhauen kann, aber. Okay. War jetzt so ein Zwischengegner. Irgendwie bunte Farben. Mit hier. Pass auf, Schleichweg. Ein Schleichweg, okay. Kann ja gar nichts sehen hier. Okay. Warte mal ganz kurz, wir haben noch eine Maske, eine Dings bekommen. Irgendwo haben wir so eine Laterne bekommen. Keine Ahnung. Irgend so ein Typen, der die Skelette immer wieder belebt hat. Da, steht eine Laterne. Können wir die nicht für Licht benutzen? Die mal hin. Nur zum Testen.
So ist, wie ich mir das vorstelle. Mehr kann ich auch nicht sehen. Die hauen? Okay, das ist ein Vorsicht ein Schleichweg. Okay, wir gehen mal vorsichtig hier längs. Ob mit Laterne oder ohne, ist glaube ich egal. Ah, okay, dann sind wir hier oben. Krieger, Seele eines Kriegers. Wo kommen wir da hin? Da geht es wieder runter in die Höhle, ne? Ja, jetzt. Ah, okay, dann kriegen wir. Dann ist es, können wir wahrscheinlich auch die andere Seele auch bekommen von hier. Aber trotzdem sieht man hier so gut wie gar nichts. Ist ja wirklich merkwürdig gemacht. Aber da hinten, wie kommen wir da denn hin? Da sieht man ja auch nichts. Und was ist das, was da so leuchtet? Leuchtet denn da so? Ist hier ein Runterfall oder so, aber anscheinend geht man hier gar nicht runter. Doch, da kann man doch runterfallen. Aber wie komme ich denn wieder zurück? Wie komme ich denn wieder da zurück? Also das hier sieht mir aus, ob ich da gar nicht hin soll, oder? Hä? Na gut, dann gehen wir mal in diese Richtung weiter. Schauen wir, wo wir da landen. Leicht. Kann ich die Laterne ja auch hier auf die setzen? Packen wir den Bogen wieder hin. Packen wir hier mal die Laterne hin. Aha! Hier funktioniert sie also. Ja, da sehe ich auch deutlich mehr. Ah, sehr gut. Oh, hier liegt aber irgendein komischer Typ. Also man könnte es wahrscheinlich auch ohne Laterne schaffen. Aber man würde ja Jahre brauchen, hier durchzukommen. Grabmal der Riesen. Okay. Oh. Hier sieht es aus, als ob wir wieder zu diesem Lavakram bekommen, wo wir mal hergekommen sind. Wo sollen wir da hin? Und sollen wir den mal tot machen da? Okay. Okay, der war hart. Oh, shit. Wollte gerade was trinken, bin ich mal wieder weggerollt. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Aber wir kennen den Weg ja, also werden wir doch schnell mal wieder hinlaufen und unsere Sachen auf jeden Fall wiederholen, denn das sind so viele Sachen gewesen. Das würde ärgerlich sein, wenn die weg wären. Das ist schon wieder so ein bisschen doof alles. Aber naja.
Problem ist, dass wir natürlich die ganzen Räder wieder jetzt platt machen müssen hier. Das nervt mich auch am meisten. So. Okay, wir müssen aber irgendwie. Müssen noch ein paar mehr Räder hier sein. Oh! Oh nein! Da rein hier! In die rein, 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 rein! Uah! Eieiei! Ei, ei. Hier nochmal. Erstmal hinpacken. Ja! Hätte ich auch mal ein bisschen heilen können, ne? Und nochmal gleich hinterher. So, weiter geht's. Einer? Die hauen gut rein, ne? Okay. Nee. Da gibt's keine mehr, aber hier drüben gab's noch welche. Austoben da. So. Noch einen da. Wollen wir mal so zu erledigen? So, wir gehen nochmal hier längs, müssen unsere Sachen holen auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Okay, da können wir natürlich nicht rüberkommen. Runterspringen. Bild. Da sein. So, aber wenn ich jetzt überlege gerade. Eigentlich müssten wir drin. Und gleich mal ausprobieren. So, hier gehen wir mal auf. Oh. Sachen wiederholen. Die? Gerade wenig, ne? Jetzt versuchen wir zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob wir hier längs gehen laufen sollen. Machen wir jetzt noch gar nicht. Ich habe noch zwei andere Wege, die wir nicht erforscht haben. Da gehen wir vielleicht erstmal links. Hier könnte man da kommen. Ich nicht. Auch hier oben. Tatsächlich. Hier kann einer Weg. Längs. Zurück. Das heißt, wir müssen jetzt da längs. Oben kann ich auch nicht runter irgendwo. Naja, wir könnten hier hinten raushüpfen, glaube ich. Das können wir nochmal machen. Wir haben jetzt so viele Punkte. Das heißt, wir würden einmal uns vielleicht ein bisschen. Hüpft da mal runter. Genau. Ein bisschen Leben generieren. Ein bisschen Leben, ein bisschen upgraden. Hier und da.
Da haben wir natürlich die Räder gleich nochmal, aber das macht nichts. So, wir mal hier runter. Und erhöhen mal ein paar Attribute. Eventuell können wir auch was machen, schmieden lassen bei ihm. Jetzt haben wir genug Kohle. Fragen wir mal nach. So, außer umwandeln. Und meine Streitachs, na, das macht nicht so viel Sinn. Wir können natürlich eine Feuerachs draus machen. Weiß nicht, wie gut das ist, aber wir können es ja einfach mal machen. Okay, dann haben wir Waffe verstärken. Wir könnten unsere Geisterklinge höher machen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir uns unten in Dings befinden. Nachher in Ladona, nee, was ist da? Arno, Dingsbums da, keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Das können wir vielleicht mal machen. Und machen gleich noch einen höher. So. Feuerkampfachs können wir auch erhöhen mit einer grünen Scherbe. Gleich. Achso. Busachs. Den Drachenstein brauchen wir noch für unseren Kram nachher. So. Mal gucken, was wir am Feuer noch machen können. Aufsteigen. Und wichtig ist wahrscheinlich die, ja, ich glaube, unsere Kondition, die auch cool, wenn die höher gehen würde. Waage. Stärke höher. Nur die Kondition. Wir machen die Kondition ein bisschen höher. Und Wirklichkeit, okay. Willen höher machen. Größeren Heilzauber nutzen kann. Ne, wir machen jetzt das so, wie ich das gesagt habe hier. So. So, ein Stückchen mehr geworden. Das ist auch ganz gut. Und jetzt müssen wir natürlich den Gegner nochmal killen hier. Leider so komme ich drum rum. Aber ich glaube, dann können wir uns danach erstmal um den Ritter kümmern. Und der nervt schon ganz gut, glaube ich. Den ich machen. Zack. Ey, da ist eine enge Kiste gerade. Oh. Blöde Spackens, ne? Und so ein bisschen. Sehr gut. Muss reingehen. Und hier vielleicht die Laterne wegnehmen. Kann ich es mal reinsetzen. Können wir heilen. So. Ja, und den nächsten holen. Herkommen. Ey, wie gerade die Pfeile fliegen, ne?
Kein Bogen, nichts drin, die fliegen einfach nur geradeaus. Komm, hier bin ich. Der mit dem Schmied umhaut. Nächsten Mal. Und? Schnell, schnell, schnell. Genug gewesen sein, oder? Ja, Räder gehen hier nicht rum. So, den kriegen wir wahrscheinlich nicht. Da hinten noch ein Rad. Hab ich auch gesehen? Wird auch ankommen. Das waren jetzt hoffentlich alle. 1 so, jetzt kümmern wir uns um den Ritter da oben. Haben wir erstmal die Leuchtdinger, diese Köpfe da weg haben. Kann ich nicht anlocken? Kann nicht. Der Ritter runter. Okay, kümmern wir uns um den. Schwarzer Ritter. Wir haben jedenfalls genug Platz zum Kämpfen. Wie es klappt. Okay, hat mich sehr gut erwischt. Nein. Okay. Oh. Ah, das ist nicht wahr. Schnell. Ah, passt. Schaden von denen, nicht schlecht. So. Der war jetzt gar nicht so schwer. Aber in engen Gassen, finde ich, sind die immer super schwer, wenn das irgendwo eng ist alles. So, gucken wir mal, ob wir da hinten hinkommen. Da oben das Loch rein. Weg. Kommen wir dann irgendwie da hoch? Das ist ja die zweite Frage. Eigentlich nicht. Da hinten ist ein Weg. Okay, komm mal runter da. So, du Spinner. Gut. Und da rein. Hier gibt es einen Weg hoch. Nehmen wir den mal. Da ist ein Bogenschütze. Ah, guck mal. Okay. Ein Nekro-Heini. Das war natürlich gut, dass wir den gekillt haben, denn ich glaube, der hätte es uns schwer gemacht hier, weil die ganzen Skelette immer wiedergekommen wären. Ah, guck mal, das war einer wieder. Okay. Gut, jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Hier sind wir mal runtergestürzt, glaube ich. Ja? Nee, doch nicht. Dachte ich jetzt irgendwie. Hier sind Leiter. Spannend, spannend, spannend. Hier war das, wo ich runtergestürzt bin.
Genau. Nein. Pass, dann will ich ihn nochmal runterfallen. Okay. Ist tot. Hier ist eine Mauer, wo ich schon durch kann. Nee, auch nicht. Aber hier ist eine Leiter. Okay. Leiter noch einen Schritt höher. Aber jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier waren wir nämlich schon. In der letzten Folge. Genau, jetzt kommen wir zu diesen riesen Titan-Typen da. Wunder. Da hinten sitzt er. Okay, müssen wir den wahrscheinlich nochmal erledigen irgendwie. Frage wie? Kann ich nicht mal anpeilen. Jetzt aber. Okay. Nochmal um hier rumzukommen. Okay, jetzt wird's hart. Sind sie weg? Haben wir gleich keine Dings mehr. Jetzt noch ganz weg. Nein! Scheiße! Super, super! Oh, gut, gut, gut. Aber war jetzt gar nicht so. Ich war richtig dran, fand ich. Müssen wir ein bisschen anders besiegen. Eigentlich ist nur, dass wir jetzt die ganzen Räder nochmal machen müssen. Das nervt natürlich total. Sonst wären wir nämlich relativ schnell wieder bei ihm. Aber das hier nervt natürlich mega. Machen wir einmal einen Rundumlauf. Lauf, lauf, lauf. Die alle hier in die Nähe, dann kann ich die alle platt machen. Da. Ein paar haben wir auf jeden Fall gekillt. Zwei Stück. Anschleichen an den. So. Da hinten müssen wir, glaube ich, gar nicht machen. Kommen wir nicht auf uns zu, oder? Wir kommen nicht. Gut, dann gehen wir hier hoch. Selbst wenn, können sie ja nicht. So, an die habe ich gar nicht mehr gedacht. Jetzt hoch. Mit Titanen, da müssen wir ein bisschen anders platt machen. Und zwar immer nur ein, zwei Schläge und wieder abhauen. Sonst, glaube ich, überlebe ich da wirklich nicht lange. Das glaube ich einfach. So, wir sind aber relativ zügig wieder bei ihm. Da trinken wir eine Kleinigkeit. Und gehen ihn doch gleich wieder an. Erlegen unsere Sachen. Können wir vielleicht noch holen? Wo er gleich wieder durchdreht. So. Okay, er hat mich gleich schon erwischt mit dem ersten Schlag. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, wieder ein bisschen Power sammeln. Oh. Guck dir das mal an, was für eine Reichweite er hat. Ist ja ätzend. Und er hat leider auch. Hat leider auch mega, mega viel Leben. Wirklich sau viel Leben hat er. Hoch, schnell weg.
Eine andere Richtung. Gut, das war gar nicht so schlecht. Wirklich mega viel Leben. Okay, das war blöd. Wollen wir schon wieder weggehen können? Okay, das war richtig blöd. Das war gut. Ja. Oh. Weg hier. Weg hier. Uiuiui, ganz ruhig. Okay. Weg, 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 weg. Ups. Ah. Heilen. Wenn wir die Chance haben, ruhig zu heilen, heilen wir lieber ruhig. Alter, hat er lange Reichweite, ne? Okay, das war gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich werde uns noch einmal ganz kurz hier hinten heilen irgendwo. Hier vielleicht? So. Zurück. Ach Mann. Gut. Ach Mann, scheiße. Das war wieder ärgerlich. Da fand ich, sah der Kampf ganz gut aus. Gut. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Direkt vor ihm werden wir landen und dann werden wir ihn killen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.